Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Ziele setzen oder ehrgeizige Ziele setzen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier gestern Abend ein bisschen zu hart aus dem Fenster gelehnt habe im Livestream, denn ihr seht, ich bin auf dem Account von Lela Free to Play. Wir wollen hier die Clanspiele abschließen. Wir haben ja in den letzten Monaten die Clanspiele nie geschafft, weil wir immer nur so 10, 12 Leutchen waren oder auch mal 14 oder so und haben die halt aufgrund der wenigen Leute, die wir hier sind, nicht wirklich geschafft. Und gestern Abend habe ich mich dann richtig aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, ich möchte die ganz gerne mal schaffen. Und dann haben die Leute mir dann gesagt, Toto 75k, ne? Wie bitte? Jo, 75.000, okay. Da habe ich ein bisschen verpeilt. Ich habe immer nur bis da geguckt, weißt du? Ich habe nie bis da gescrollt. Stimmt natürlich nicht. Aber schöne Rewards hier, das da stimmt er mir in jedem Fall zu. Also Unibuch, Heldenbuch, Elex-Rune, Bauarbeiter-Rune, Dunkeldorf, okay. Können wir mal so da stehen lassen. Aber Mauerringe, eine schöne Schaufel und schöne Tränke. Also alles wieder vereint. Und wir haben sogar jetzt schon nach so ein paar Stunden den ersten Erfolg hier. Also es gibt hier schon Leute, die hauen hier richtig rein. Im Sommer muss man hier letztendlich 15 Leute haben, die 5000 Punkte schaffen. Bei 4000 Punkten kannst du das erste Mal schon in den Topf nochmal reingreifen. Also kannst du nochmal aus einer zweiten Reihe dann irgendwo was rausholen. Und finde ich schon sehr, 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 sehr cool. Nochmal zum Jahresende richtig reinhauen in die Clan Games. Das werde ich auch machen. Ich werde mal mit gutem Beispiel vorangehen. Ihr seht, ich habe auch ein nettes Spiel. 23 Stunden, 54 Minuten mit Lela. Sollte ich hier so als Anführer, sage ich mal, so ein bisschen jetzt auch eine Führungsrolle spielen und hab mir, ja, 300% müssen wir nur machen, Gesamtzerstörung. Das heißt also, wenn wir dreimal ein Dorf schaffen, dann schaffen wir in jedem Fall dieses Clanspiel. Ich muss gerade nochmal überlegen, wofür habe ich den Heilzauber nochmal dabei? Aber ich glaube, der Heilzauber ist dafür da, dass ich das Passspiel noch machen muss. Immer noch, dann muss man ab und zu ja mal einen Heilzauber nehmen, 8-mal. Ich glaube aber, das ist mein letztes Mal hier. Kann auch sein, dass es mit einem anderen Account ist. Ist aber nicht so tragisch. Das könnte man natürlich möglichst einfache Dörfer nehmen. Wieso eins hier? Ja, Inferno schön weit außen. Hier vorne die Queen und da ein bisschen Klarburg. Ich glaube, den können wir schon fast nehmen. Wir müssen mal nur gucken. Ja, die Feger könnten uns jetzt ein bisschen wehtun da, aber gucken wir mal, was hier so geht. Queen mit rein, King mit rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mauerbrecher kommen die da durch. Die müssen eigentlich da durchkommen. Ja, die kommen da auch durch. Auf jeden Fall. Denn der Multi gibt denn dort doch einiges. Und wir müssen halt nur zusehen, dass wir, ja, vielleicht schaffen wir sogar einen Feger. Vielleicht schafft die Queen dort einen Luftfeger. Das scheint mir auch so zu sein. Jetzt müsste ich eigentlich von der anderen Seite tatsächlich hier entgegen des Fegers mit meiner Meute kommen hier. Ich nehme hier mal jetzt schon mal den Heilzauber dafür. Queen eben mal gezündet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir allerdings ein bisschen PS machen hier. Das machen wir so. Und die fliegen ja jetzt erstmal hier außen lang. Das sieht aber noch ganz gut aus. Und oh nein, ich bin auch ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich habe gar keine Krampfmaschine dabei. Ich habe keine Kampfmaschine dabei, Leute. Das ist natürlich doof. Also so schaffen wir natürlich nicht die Prozente, die wir machen müssen. Ach, dösig. Na, okay. Dann versuchen wir mal noch ein paar Prozente hier rauszuholen. Ein da, ein da, ein da. Und dann können wir da sicherlich noch was setzen. Hier auch. Hier auch noch. Jo. Ja, jetzt wird es natürlich Prozente-Kratzerei. Ein bisschen doof. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, halt, da habe ich jetzt nicht abgewartet, dass ich... Ah, die Clanburg. Keine Clanburg dabei. Ich habe eben noch gefordert. Besser, man holt sie sich selber, glaube ich. Besser, man holt sie sich einfach selber. Da schafft man natürlich nichts mehr. Und hier hinten, glaube ich, schaffen wir denn auch kein Lager mehr. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit drei Magiern noch eins packen. Nur eins packen wir noch. Okay, 68%. Nee. Ja, das ärgert mich jetzt schon wieder ein bisschen. Dass der Start so gut gelungen ist, ne? Aber so ist das manchmal ja leider bei mir. 68%, tolle Wurst. Okay, jetzt muss ich ganz schnell umfordern. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Sondern
Bei den Riesenhexenbowlern nehme ich immer ganz gerne 4 Walküren mit, ein Kampfholzwerfer und einen Schleichi. Das passt immer so. Ach, es ist mir auch scheißegal. Ey, heute Morgen geht aber alles schief. Mann. Das ist ja ein Verpeiler nach dem nächsten hier beim Toti. Ah, ärgerlich. Ja, wie gesagt, hier mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, dass wir es nicht schaffen. Dass wir das schaffen. Hier mache ich mir Sorgen, dass wir es schaffen. Im anderen Clan Herausforderer mache ich mir nicht so die Sorgen. Da sind wir im Moment, glaube ich, 44 Leute oder doch 44. Und wenn tatsächlich alle mitspielen würden, dann bräuchten die mal eben so 2000 machen. Dann hätten wir dort die 75k in jedem Fall fertig. Naja, kannst nicht alles haben. Okay, dann gehen wir wieder rein in die Suche. Und schnell muss man es ja jetzt nicht machen. Letztendlich machst du hier jeden Tag um die 1000 Punkte. Das reicht vollkommen. Dann schaffst du auf jeden Fall die 5000. Und von daher, okay, so einen könnten wir. Ich glaub, wir machen jetzt einen Neuner. So. Der arme Neuner muss hier jetzt dran glauben. Das sind das auf jeden Fall 100%. Irgendwie 100%. Aber der hat jetzt wahrscheinlich die Clanburg des Lebens drin, weißt du? Und wir schaffen es dann trotzdem nicht, ne? Haben wir keine Mauerbrecher, dafür haben wir Sonnenlingen hier. Der macht uns jetzt die Mauern auf, hoffe ich. Jawohl, Dankeschön. Sehr schön. Schöner Ballon hier. Und dann geht es hier ab in die Mitte. Habe ich natürlich auch 2 Giftzauber. Und der hat tatsächlich Clanburg, okay? Der hat tatsächlich ein bisschen Clanburg gehabt. Alles klar. Da war gerade ein bisschen Kleinzeug drin, ne? Kann das sein? Okay, dann machen wir mal hier einen Jump. King eben mal zünden. Wo ist er? In der Mitte. Sehr schön. Außen geht noch vieles, vieles rum. Ich habe noch 2 Wut. Ja, nimmt man den Wut immer für die Mitte oder nimmt man den Wut eher auch mal außen? Außen laufen ja auch noch ein paar Skelette und Bowler rum. Könnten aber 100% werden hier. Queen ist noch zündbar. Nehmen wir die noch mal hier volle Pulle rein. Ja, ist natürlich ein Rathaus 9. Hatte aber Clanburg. Die Ausrede habe ich jetzt nicht mehr. Er hatte Clanburg. ja. Und so haben wir hier immerhin 168% schon mal. Aber man hat auch einen Tag Zeit für so ein Spiel. Ist natürlich ein vertrödelter Tag, wenn du wirklich nur die paar Angriffe machst, die du machen musst für oder halt so lange angreifen musst, bis du die 300% hast. Ich meine, man kann das auch anders machen. Man kann jetzt auch sagen, okay, ich gucke meinen Pass, was ich noch so machen muss. Und da müsste ich ja zum Beispiel hier die Schüssel noch machen. Das wären jetzt nochmal für mich hier 8 Angriffe. Dann mache ich nur die Schüssel. Dann bekomme ich natürlich auch mal ein paar Prozente dabei. Ne? Er ist nicht viel, weiß ich, aber immerhin etwas. Was mir aber aufgefallen ist, Leute, beim Händler hier, bei unserem Freundlichen, gibt es jetzt, glaube ich, jeden Tag das erste Geschenk hier free. Ich weiß nicht, die Leute haben mir gestern gesagt, das ist wahrscheinlich nur zu Weihnachten jetzt. Die Weekly Deals, normalerweise wechselt auch der Weekly Deal hier immer wöchentlich, aber ich nehme den immer ganz gerne mit. Aber ich muss mit Lela nichts mehr upgraden. Lela ist eigentlich ready for Rathaus 11. Und deswegen, was war das für einer? Das war eine Resource Potion, okay. Können wir die verkaufen? Können wir eine Resource Potion verkaufen und können uns die dann rausholen? Sind immerhin 10 Gems, Leute, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Aber der Rest ist noch so geblieben. Es gibt eine Schippe, okay. Es gibt eine Schippe, Leute, und es gibt für Gems tatsächlich hier mittlerweile auch die ersten Hausteile. Und es gibt hier die Clan-Dekoration mit dem Schneemann. Ich habe den Schneemann auf keinen meiner Accounts und bin mir nicht sicher, ob ich mir den nicht wenigstens mit meinem Hauptaccount kaufe, sodass ich sagen kann, Leute, ich habe einen Schneemann, weil das hebt dann doch nochmal den Status eines Charakters, eines Accounts extremst hervor, finde ich. Solltet ihr hier irgendwas im Shop kaufen, ihr wisst, hier gibt es auch nette, nette Weihnachtsgeschenke nach wie vor. Das dauert auch noch ein paar Tage, 6 Tage habt ihr noch Zeit, euch hier ein paar Bundles zu kaufen. Dann zögert nicht, hier oben einen Creator-Code einzutragen. Noobs, Mobile Fanboy oder Itzo. Ich kenn tatsächlich im deutschen Bereich nur die drei. Es gibt natürlich noch andere. Ich glaube, das Wiki hat einen Code etc. Also das solltet ihr in jedem Fall machen.
Wenn ihr über den store.supercell.com übrigens nur Juwelen kaufen wollt, dann ist das dort etwas günstiger als hier. Da kostet das Bundle mit den für 1,19 Euro zum Beispiel kostet nur 1,07 Euro, glaube ich. Ja, also dort gibt es mittlerweile auch Juwelenpakete zu kaufen. Ein ganz kleines bisschen günstiger als hier. Ist nicht viel, aber Kleinvieh macht dann auch Mist. Ja, also wenn ihr ja das Pack da mit den 80 Gems 200 Mal kauft, dann macht sich das schon bezahlt, wenn man nur 1,07 Euro zahlt, anstatt 1,19 Euro. Muss man auch mal ganz klar so sagen. Okay, wir gehen mal in den kleinen Herausforderer und gucken mal, was wir da machen können. Hier müssen wir erstmal rumbauen. Haben im Moment keinen Boost. Es gibt aber noch einen Boost hier zu spielen, beziehungsweise es gibt keinen Boost, sondern es gibt einen Game-Ressourcen-Boost. Den nehme ich meistens nur fürs Dunkle. Oder aber ich nehme ihn dann auch mal für Gold und Elixier, wo ich noch viel, viel Mauern machen muss. Also gerade bei meinem Rathaus 15 Account nehme ich das ganz gerne. Es gibt natürlich die Clan Games, ist klar. Es gibt die Szenerie, die habe ich mir gekauft. Es gibt den Champion, den kaufe ich mir nicht. Es gibt die Clash Mesh Time. Mittlerweile habe ich genug Bäume. Supercell, danke, es reicht. Und es gibt natürlich noch eine schöne Challenge hier, 6 Tage. Das kann man auch eigentlich mit vielen Accounts schaffen. Santa Price Super. So viel zu tun hier in Clash of Clans, Leute, dass man gar nicht weiß, wo man als erstes anfangen soll, ne? Man weiß gar nicht, wo soll ich eigentlich als erstes anfangen? Okay, im Clan Free-to-Play. Mal sehen, wie weit die Leutchen da schon sind. Hier sind wir noch nicht ganz so weit. Guck mal, der Clan Free-to-Play, ne, der stinkt ein bisschen voraus. Okay, auch nicht schlecht. Die Rewards sind natürlich die gleichen und die Challenges sind ähnlich. Und, okay, was müssen wir denn hier tun? Rathaus 14 machen. 3 Sterne. Erstmal ein 14er finden. Ein paar Mauern machen. 50 Mauersegmente in Multiplayer-Battles. Okay, im Moment bin ich ja mit den Widerreiterinnen unterwegs. Ist also nicht so spektakulär, wenn ich da Mauern machen müsste, weil die gerne überspringen. Unsichtbarkeitszauber, ein bisschen dunkles hier. Ja klar, 4K. Für 150 Punkte nehmen wir immer gerne mit. Habe ich hier nicht auch schon mal gefordert, sag mal? Habe ich hier nicht auch schon mal gefordert? Wäre nett, wenn ich das bekommen könnte. Ich habe ein bisschen Medaillen ausgegeben hier bei dem Account hier, um so weit unten zu sein, dass ich nicht mehr genötigt werde, mir die Dinger da zu kaufen. Muss ich ehrlich mal so sagen. Und aber Clanspiele, mittlerweile spiele ich sie ja ganz gerne, weil die Rewards sind doch nett. Man kann sie super umsetzen. Als Fully Maxed Account natürlich nicht mehr so richtig. Da ist das dann eher unproduktiv. Da kannst du dann halt nur Gems scheffeln ohne Ende und kannst sie ja nicht vertraden oder so. Das ist vielleicht noch so eine Sache, die man sich hier bei Clash of Clans wünscht, dass man irgendwo so eine Clan-Börse hat, wo die Leute was reinwerfen können und andere können sich was rausnehmen oder dass man irgendwie was tauschen kann von Charakter zu Charakter, so nach dem Motto hier, ich brauche keine Heldenbücher mehr, könnte aber ein Book of Building ganz gut gebrauchen und dass man da dann vielleicht so eine Tauschbörse oder sowas hat. Sowas kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen hier. Aber das Spiel hat ja noch so viel Luft nach oben. Ich lasse mir mal eben spenden. Und da mache ich kurz einen Cut hier auch bei der Suche, weil die Suche dauert hier ein ganz kleines bisschen länger. Und dann sehen wir uns gleich noch zu einem, ja, ich denke mal zum Angriff wieder. Wie lange haben wir Zeit dafür? Unfassbare 8 Stunden für 4000 Dunkles. Okay. Blopp. Oh, wir haben Gegner gefunden. Hurra. Aber viel zu wenig Dunkles. Meine Herren, hat das jetzt gedauert. Ich war jetzt eben schon drauf und dran, um mir einfach zu sagen, ich suche mir eine Base mit ein paar Bohrern, aber ich bin wohl schon wieder ein bisschen hoch von der Liga her oder sowas. Denn die Suche dauert hier ziemlich lange. Ich muss also ein bisschen droppen. Das werde ich in jedem Fall bei den Clanspielen auch wieder machen. Nicht, dass ich plötzlich in der Legende rumeier und ich dann womöglich hier nur so ein paar Angriffe am Tag machen kann. Wobei das jetzt auch nicht so schlimm wäre für mich. Aber, oh, das ist ein Multi da, ne? Wobei das jetzt auch nicht so schlimm wäre für mich, aber es wäre schon ein bisschen dusselig und deswegen glaube ich, mal gucken. Ah ja, da haben wir das. Das müssten eigentlich schon die 4000 gewesen sein, Leute. Und meine Queen kriegt da auf jeden Fall ziemlich heftig Pfeffer. Dann nehmen wir mal hier den King rein. Bori. Und wir gehen die Flanke hier einfach weiter. Wir gehen einfach mit dem Bohrer weiter hier.
die hinterher. Oh, Queen, bleib mal bei uns. Alter, da gibt's gerade ein bisschen Pfeffer. Da gibt's gerade ein bisschen Pfeffer. Einmal heilen hier. Und einmal den Monolithen hier. Kurz stilllegen. Wir sind am Rathaus. Perfekt. Das sieht noch gut aus. Wir waren alle in der Ability und jetzt haue ich euch alle nochmal einen Wut drauf. Oh, geht das da ab in der Mitte. Alles klar. Mal wieder ein Gift nicht genommen. Okay. Was geht? Was macht unsere Queen? Unsere Queen macht das, was sie öfter mal macht. Mauern. Und wir holen uns hier noch den letzten Bohrer vielleicht raus. Oh, ich habe mal einen Spektator. Vermutlich jemand aus meiner Liste. Vermutlich jemand aus meiner Liste kann ich mir zumindest vorstellen, dass der endlich mal was sieht, weil die Freunde, die ich in meiner Friendslist habe, die sehen eigentlich nie was, ne? Die sehen nie was, weil ich halt nichts mache. Aber jetzt mache ich ein bisschen mehr wegen den Clanspielen und ich könnte den Bohrer jetzt auch machen, mache ich aber gar nicht. Brauche ich gleich nicht nochmal fordern, sondern habe die Clanburg-Truppen noch drin. Der Bohrer ist verbraucht, aber die Clanburg-Truppen sind noch drin, wenn man sie nicht rausholt. Und die beiden Zauber auch nicht. Jetzt habe ich allerdings schon wieder Pokale gemacht. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht plötzlich irgendwo reinrutsche. Aber ich bin, glaube ich, noch so bei den 50, oder? Mit 700 ist man noch irgendwo hier unten. Ja, 67, okay. So ein, zwei Angriffe gehen vielleicht noch. Aber dennoch habe ich jetzt nur den Bohrer verbraucht. Die Clanburg ist noch da. Aber Zauber muss ich trotzdem fordern. Zauber muss ich trotzdem anfordern. Machen wir auch. Und dann haben wir das erste Clanspiel hier drin. Ja, also letztendlich muss man einfach mal gucken. Die 75.000 durch 6 Tage teilen, sagen wir mal, oder durch 5 Tage teilen. Und dann gucken, was am Tagesende eigentlich da unten drin stehen muss. Und wenn da nicht die richtige Zahl drin steht, das heißt also, deine Member haben nicht genug Clanspiele gemacht, dann musst du einfach mal einen Text schreiben. Leute, macht mal hin. Und immer gucken, ob es nicht was zu verspenden gibt. Manchmal sind hier ja auch ein paar Spendenquests drin, aber im Moment eher weniger. Und da ist leider keine Verspendenquest mit bei. Dann verspenden wir das so. Ist ja auch nicht so wild. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen von den Clanspielen. Könnt mir gerne mal reinschreiben, ob ihr die Rewards ganz gut findet zum Jahresende. Ich denke mal, ist nochmal richtig schön gelungen. Und wir können hier viel, viel vor allen Dingen live mit euch machen. Also ich mit euch, ihr mit mir. Je nachdem, wie man es sieht. Und ich würde sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Toto. Clasht.